Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Motulator. Ja, jetzt schon einige Wochen her, aber wir wollen mal wieder die neuesten News aus der Motowelt für euch zusammenfassen. Bei mir ist der Jan. Hi Jan. Hallo. Ja, es ist unglaublich viel passiert, wie immer. Wir haben 12 Punkte, die wir heute abarbeiten wollten, nämlich zum Schluss dann auch noch Verschiedenes. Und ich würde mal sagen, es ist viel zu tun. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an, oder? Sag auch mal was, sonst denken die Leute, du kommst nicht zu Wort. Ja. Und los geht's. Motorealfilm bei Schläferz. Peter Rütten und Oliver Kalkofe zeigten am 18. September 2020 innerhalb ihrer Kultshow Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten, den Motorealfilm von 1987 und setzten sich wie üblich auf humoristische Art und Weise mit dem Film auseinander. Der Film bildete den Abschluss der Sommerstaffel von 2020 und hatte sogar einen großen Zuschauerandrang, denn im Schnitt sahen 270.000 Zuschauer, was ein Marktanteil von 3,8% in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ausmacht. Hierzu gab es auch einen Livestream vom Sabbelsaurus. Die Schläferz-Ausgabe kann man leider nicht im Nachhinein im Stream anschauen. Kann man nicht? Nein, leider nicht. Ich glaube, der war noch drauf ein paar Tage. Du hast ihn vergessen auszumachen. Da läuft immer noch der Livestream. Ne, unseren Stream kann man noch sehen, natürlich, klar. Aber wir durften natürlich den Film nicht zeigen, weil bei Schläferz wurde ja der Film gezeigt. Und da haben sie sich dann halt in üblicher Art und Weise darüber lustig gemacht. Ich fand's lustig, ich hab's auch geguckt. Aber ich hab nicht mitgetrunken. Es waren ja, glaube ich, nachher irgendwas bei 37 Drinks oder sowas, die man hätte trinken müssen oder so. 37? Irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein. Es war nicht unlustig, das will ich gar nicht sagen. Das, was ich dabei vermisst habe, ist einfach so mehr der Umgang mit dem Film, dass man irgendwas dazu gesagt hätte. Das hast du noch nie so großartig gehabt. Das war vielleicht mein Problem, dass ich da ein bisschen was anderes an Show erwartet habe. Also liegt das eher bei mir, an meinen Erwartungen, anstatt wie bei denen. Ja. So kann man das, ich glaube, ich auch verkaufen. Nee, ansonsten war es okay. Ich meine, war kein Mehrwert gebietet. Aber bitte, ja, schade, dass es den Livestream nicht mehr gibt. Masters of the Universe 85, James Etok, Adam Moore und Dusan Mitrovic, ich hoffe, das spricht man richtig aus, starten ein neues Projekt mit dem Namen Masters of the Universe 85. Ist das sowas wie Deutschland 85, 86 bis 89 oder so? Hier will man mit einem wöchentlichen Rhythmus das erfolgreichste Jahr der Masters of the Universe feiern. Bisher gibt es hier das Cover und die ersten Seiten vom inoffiziellen Motocomic An Alliance Reborn zu sehen. Hier stammen die Zeichnungen von Adam Moore und die Koloration und die Texte von Andrew Kramer. Hast du da was mitgekriegt? Der James, der postet ja ab und zu mal was auf Facebook, aber was das jetzt so genau auf sich hatte, das hatte ich jetzt auch noch nicht so ganz verfolgen können. Ist an mir auch vorbeigegangen. Ja. Ich habe das erst im Nachhinein dann auf PE gesehen, wo ich die News abgeklappert habe. Können wir nicht viel zu sagen. Abwarten. Jo. Masters of the WWE Universe Wave 4 schon erhältlich. Kaum ist die dritte Wave der Masters of the WWE Universe Figuren, das war gut, in den Vitrinen und Regalen der Sammler einquartiert, da taucht auch schon die vierte Wave in Deutschland auf. Selbstverständlich wieder einmal bei Spielweltschütz in Neuottingen. Wave 4 besteht aus Jake the Snake Roberts, The Fiend, Bray Wyatt, Seth Rollins und Mr. T. Ja. Alle vier Figuren könnt ihr in Unboxing-Videos auf unserem Kanal als auch bei Planet Eternia TV bewundern.
Ob die Figuren auch generell in anderen Läden wie Smith Toys erscheinen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Ja, ich glaube auch nicht, dass die da noch kommen werden. Ich meine, jetzt ist schon die vierte Wave draußen. Bisher ist da nichts gewesen. Die ersten Masters of the Universe Origins sind ja mittlerweile schon da, bei zumindest Smith Toys und Müller. Ja, vielleicht mal Aber sein, dass da irgendwann mal irgendeine Wave vielleicht mal auftaucht, ne, aber. ja, schade, schade. Gerade Mr. T und Jake Roberts, der Fiend und so weiter, sind gute Figuren. Aber unterm Strich, ich wollte nur die sammeln, die mir gefallen. Nicht dein Ding immer noch, ne? Ne. Nee. Ja, also Mr. T ist schon cool, ne? Und auch wenn man die so aus durcheinander und man sich so einen vernünftigen Mr. T bauen kann mit Lederjacke und sowas, das ist schon cool, ja. Ne? Aber Du hast das Unboxing gesehen, kann das sein? Ja. Also, das konnte ich machen aus mit der Lederjacke vom Fiend, von Bray Wyatt die halt Hose. die Klappe, Idiot! Das stimmt ja, genau. Mr. Super schlauer Regisseur. Hat's Maul, Idiot. Oh, das hat schon Spaß gemacht. Ey, echt geile deutsche Synchronstimme. Hammer. Und er lebt immer noch. Ich glaube, Thilo Schmitz ist das, glaube ich. Ich Wer bin es mir. weiß, kann es ja mal da unten. Genau. So, der Mototoy-Guide und Charakter-Guide-Ergänzungsband waren als Set über PE bestellbar. Für einen Preis von 119 Euro für beide Bände zusammen bot PE den Toy-Guide und den Ergänzungsband über die Charaktere aus der Moto-Welt zur Vorbestellung an. Die Möglichkeit, beide Bände für diesen unschlagbaren Preis vorbestellen zu können, die endete am 20. September 2020, was ja auch gut passt. Der Toy Guide umfasst satte 752 Seiten. Das sind dann so ein Brecher müsste das sein. Und über die Toys der Masters of the Universe und der Charakter Guide. Und der Charakter Guide kommt mit 168 Seiten daher. Also zusammen wahrscheinlich so ein Packen. Das ist richtig geil. Richtig geil. Ja, der Charakterguide, Toy Guide, Ergänzungsband, ist das was? Ich meine, mal ganz ehrlich, für, was waren das hier jetzt? 8, 119. 119? Ja, ist eine Stange Geld, aber ist auch eine Stange an Ist es Informationen. auf Deutsch oder ist es auf Englisch? Hm, Wahrscheinlich Englisch, ich ne? glaube Englisch, Ja, ja. dann wohl eher nicht, nee. Ich hab ja noch diesen Honor, Power and Honor Katalog, den habe ich hier noch liegen, da habe ich auch noch nicht weitergelesen. Der hat ja mittlerweile Seltenheitswert. Ja. Ja, was heißt Seltenheitswert? Also du kriegst ihn ja kaum, wird ja nirgendwo angeboten. Ja. Schätze mal 80 bis 100 Euro oder Also das ist so. interessant ist es, ne? Aber es ist Definitiv. dann musst du auch dich erstmal konzentrieren, ne? Auf Englisch, das ist natürlich verstehen tut man es, aber so alles hundertprozentig Englisch bin ich dann auch nicht so. Bin eher so der Schulenglische und dann. Ich hatte ja sogar Business-Englisch, ich kann aber gar nichts mehr davon. Ich muss auch immer wieder Google fragen, hier wie. Ist das und Ja. ja. Wenn man in der Materie drin ist mit Motor, dann versteht man das. Das ist ja auch in Ordnung, ne? Natürlich, natürlich. Und Origins Castle Grayskull bekannt gegeben. Erst tauchte die Burg der Zeitlosen nur im Computer von Target auf und nun ist neben vielen Details über das Playset auch ein Bild aufgetaucht, welches die Innenseite der Burg zeigt. Castle Grayskull ist für den Januar 2021 geplant und soll natürlich auch in Deutschland erscheinen. Der Preis soll sich hier in einem angemessenen Rahmen bewegen. So wird die Burg derzeit mit einem Preis von 89,99 € angegeben. Die Origins-Version von Castle Grayskull ist nach der Vintage-Version, der 2000X-Variante, der Classics-Umsetzung und der Klemmbaustein-Version von Mega Constructs nun die fünfte Inkarnation. Etwaige Statuen hier nicht mit eingerechnet, wie man anhand des veröffentlichten Bildes sehen kann, wird die Burg soweit alle Features und Zubehörteile der Vintage-Version beinhalten. Bis auf diesen kleinen Astronautenmokel, der da eigentlich in der Ecke stehen müsste. Das Design scheint sich auch stark zu ähneln. Neben der Burg selbst ist aber auch ein nettes kleines Detail auf dem Bild zu sehen. Denn auf der ersten Etage ist die Temple of Darkness-Version der Zauberin zu sehen. Ob sie allerdings ein Teil der Burg sein wird oder doch separat erhältlich, das wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.
Fakt ist aber, dass sie schon mal anteased, was? Achso, nicht angeteased. Fakt ist aber, dass sie schon mal anteased, wie die reguläre Version der Sorceress aussehen wird. Dabei sei angemerkt, dass wir vom Motulator davon ausgehen, dass die normale Figur der Hüterin von Grayskull alle Teile der Temple of Darkness Sorceress wiederverwenden wird. So sieht's aus. Ja, deine Meinung über die Burg? Ja, also wie eben schon gesagt, eigentlich fehlt dieser Astronautentyp da. Der war ja in dem Classics auch schon nur so ein Plastikdruck, ne? Ja, gut, aber Wäre damals lustig, war's. wenn sie den jetzt doch mal irgendwann als Figur rausbringen. Das wäre wirklich ein Hammer. Das wäre wirklich cool, weil Oder das ist damals war vielleicht das. wirklich dabei und Damals war das aber nur ein Aufkleber. da, ganz früher war das nur so ein Pappaufkleber oder Genau, nur so ja. Aufkleber, genau. Oder sie könnten es recyceln. Wäre auch möglich. Wäre zwar ein bisschen groß, aber mein Gott, ist ja halt ein Raumanzug. Die sind ja Ja, generell so wuchtig. das wäre cool. Ja. Ja, ansonsten, ja, gutes Castle Grayskull, ne? Ja, ich habe schon ein bisschen Schelte gekriegt dafür. Ich sag ganz ehrlich, jetzt so im Hinblick, dass Snake Mountain kommt, und man jetzt auch die Verpackung gesehen hat und so weiter. Ja, es ist die fünfte Version und es ist jetzt auch nicht so, dass ich ganz große Unterschiede irgendwo sehen könnte im Vergleich mit der Vintage. Die Figuren sind zwar alle sehr Vintage-mäßig, aber sie haben ja trotzdem irgendwas Neues. Und da kommen wir gleich noch zu einer anderen Sache, deswegen spare ich mir das auf. Aber nur das bloße Auftauchen davon, also zumindest Innenleben, ist mir doch ein bisschen zu spartanisch. Vorder, also die Front müsste schon wirklich was komplett anderes haben. Naja, ich wollte gerade Ja. sagen, das ist ja auch noch die Sache, ob es von außen wirklich Ja. anders aussieht, ne? Ja. Wobei so viel großartig anders kann es eigentlich auch nicht Ja. sein. Weil, naja, es ist gut, die können vielleicht irgendwie noch so einen kleinen Mix machen aus 2000X, was sie aber wahrscheinlich nicht machen werden. Anbei übrigens, die Burg hat damals, glaube ich, nur 50 Euro gekostet. 50 bis 60 Die Euro. 2000X. Ja, also meine Frau hat mir die damals zu Geburtstag oder Weihnachten, Weihnachten geschenkt. Und das waren so um die 50 bis 60 Euro. Habe ich auch bis heute noch. Fehlen nur ein, zwei Teile. Aber die kriegt man ja Deine gut nach. Frau. Ja, Habe ich bis heute noch. die habe ich bis heute noch. Ja, die auch. Ja, Naja. muss man abwarten, ne? Richtig, genau. Man hat jetzt nur das Innenleben gesehen, aber die Temple of Darkness Sorceress, doch, da war ich sehr überrascht von. Wenn die damit beiliegen sollte, ist es nochmal ein gerechtfertigter Preis, auch wenn es nur ein Repaint ist, aber trotzdem, sie hat ja ihre Ja, so Berechtigung. als Kaufanreiz könnten die schon ruhig ein, zwei Figuren da reinstecken. Ja, es reicht ja was Billiges. Also. Ja, gerade Temple of Darkness Sorceress, ne, das hast du ein Repaint, machst du die normale noch von als Ja. reguläre Figur. Mensch, das ist, da haben sie doch noch gespart wieder. Und du könntest zum Beispiel einen Spirit of Grayskull reinmachen. Wenn sowieso vielleicht irgendwann ein regulärer King kommt, King Grayskull. So oben zum Draufstecken meinst du so ein Totenkopf da oder was? Nee, so eine transparente Version von King Ach so, Grayskull was quasi. meinst du? Ja. Obwohl, das wäre auch eine geile Idee. Also für mich persönlich ist das jetzt nichts, aber viele finden diesen Geist ja wirklich sehr, sehr interessant. Wie aus den ältesten Comics, sagen wir es mal Ja, so. zumindest wäre es ein Kaufanreiz und eine ziemlich coole Idee. Ich weiß auch nicht, ob das so viel kosten würde, aber wenn Mal nicht transparent, Rauchgranaten. Ja. Rauchgranaten oder Trockeneis, irgendwie sowas. Also, Ja. naja. Neue Deluxe-Figuren bei den Origins angekündigt. Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Renman und Clampchamp werden bei den Origins als Deluxe-Figuren erscheinen. Die Battle Armor-Versionen von He-Man und Skeletor werden jeweils mit einer Wechselhand, warum eigentlich nur eine, einem Wechselkopf im Vintage-Stil, da ist er endlich, und einer Variante des Zauberschwertes erscheinen. Beim Alternativkopf von He-Man, den Wechselhänden in Blau und Hautfarben, und den jeweiligen Schwertern handelt es sich dabei um Repaints aus dem He-Man Skeletor 2-Pack. Zusätzlich liegen He-Man noch die Axt und ein neues Zubehörteil in Form eines Verwandlungseffektes dabei, den man dann so draufstecken kann auf das Zauberschwert.
welches über das Zauberschwert gestülpt wird. So viel dazu. Skeletor scheint hier nicht den bekannten Kopf mit dem offenen Kiefer zu recyceln, sondern hat gleich zwei neue Köpfe dabei. Dazu kommt er mit einem Schild, welches einen Totenkopf in der Mitte zeigt. Beide Figuren werden über das bekannte Action-Feature verfügen. Auch Clamchamp wird mit einer Austauschhand ausgeliefert und hat erstmals einen Wechselkopf. Ansonsten wird er die schon bekannten Waffen dabei haben. Ramman hat ebenfalls einen Wechselkopf dabei, wo das Gesicht durch einen Mundschutz verdeckt ist. Zeitgemäß. Die denken mit. Ja, die denken mit, genau. Dazu bekommt er neben einer seiner bekannten Axt auch noch eine Doppelaxt dazu. Auch hat er eine Wechselhand dabei in Form einer Faust. Die Beine scheinen beweglich zu sein und die Figur wird nicht über einen Sprungmechanismus als Action-Feature verfügen. Es ist auch eine Photoshop-Version der Deluxe-Karte mit Ramman drauf gezeigt worden. Die Deluxe-Figuren sollen jeweils knapp 19 Euro im Handel kosten, sehr, sehr vertretbarer Preis, wie ich finde, und über jeweils einen eigenen Minicomic mit einer eigenen Geschichte verfügen. Also noch mehr Kaufanreiz. Ja. Ja, deine Meinung zu den einzelnen Sachen? Also ich hatte eigentlich gedacht, dass Ramman den doch hat, diesen Sprungmechanismus. Ich meine, auf den ersten Bildern war das so gezeigt, dass man den runterdrücken kann. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, als ich das gesehen habe. Ob sie es jetzt doch nicht machen, ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall hat er Gelenke in den Beinen. Ja, ja. Vielleicht passt ja beides. Also vielleicht hat man einen anderen Mechanismus genommen. Keine Ahnung. Ja, gut, ob das jetzt alles Deluxe, gut, das sind Deluxe-Figuren, weil sie wahrscheinlich wenn er das jetzt auch hat, das Action-Feature, dass es deswegen vielleicht Deluxe ist, Battle-Armor-Figuren, die auch funktionieren. Ja, gut, okay, wenn man sich die anderen schon bei dem WWE anguckt, wo die Platten nur so austauschen muss, ist das ja schon wieder ein Fortschritt, was es ja eigentlich in den 80ern schon gab und eigentlich leicht wäre zu bauen. Oder ein Rückschritt. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Clamchamp als Deluxe-Figur, ja gut, da frage ich mich, okay, warum? Und warum jetzt schon? Also ja. Und hat He-Man überhaupt seine Axt dabei? Tja, Frage. Ja, so nee, als, ich glaube nicht. Als Battle-Armor He-Man müsste eigentlich seine Axt haben. Ne? Dafür hat er ja dieses über diesen Überstülp-Effekt, den ich ehrlich gesagt gar nicht so toll finde, ja, aber ist okay. Das hatten wir ja schon bei dem Adam von den Super Sevens, ne? Ja, aber das ist ja so ein anderes Teil. Das sieht eher aus, als würde er mit dem Schwert schießen. Keine Ahnung. So auf Battle. Ja, die Figuren sehen mir ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus. Also der Torso sieht seltsam aus, aufgrund der Tatsache. Und ganz ehrlich, ich werde meine Meinung dazu einfach jetzt mal ein bisschen zurückhalten, weil der Live-Effekt ist halt eben immer noch wieder ein anderer. Und auf den Bildern danach jetzt zu urteilen, also nach den Bildern zu urteilen, ist es okay, was da kommt, definitiv. Aber ich glaube, dass es einen Live dann sowieso wieder packen und umhauen wird. Also von daher, abwarten. Oder auch nicht. Achso, um das irgendwie noch zu begründen, Rückschritt deswegen, weil, naja gut, bei den Classics kannst du die Platten austauschen. Ja, ne, untereinander. Auch, ja, richtig. Ja, und über das Ausleiern dieses Dreheffektes braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Da bis heute funktionieren die Teile bei den Vintage-Sachen, also von daher. Wenn sie nicht das werden. Und selbst dann funktioniert sie. Ja, gut, es ist. Ja, gut, es ist. Das ist voll. es gab früher sogar mal so Autos, die hatten so einen Effekt. Die hatten vorne und hinten, hatte dann auch wie so eine Platte und wenn du mit denen zusammengefahren bist, dann haben die sich auch so umgedreht und hatten dann Beulen da drin. Das war auch cool. Das kannte ich sogar vor Masters. Matchbox war das, glaube ich, ne? Ja. Oder war das Hot Wheels? Ich meine Matchbox. Ich hatte viel Matchbox früher. Maybach überrascht mit neuem Sonderband. Nachdem man die deutschen Fans von Seiten des Maimag-Teams mit seltsamen Botschaften ins Grübeln brachte, wurde nun bekannt, dass Mira und Mark einen neuen Sonderband rausbringen werden.
Dieses Mal widmen Sie sich ganz dem Realfilm der Masters aus dem Jahr 1987. Miro? Miri. Also nicht Miro. Er hat doch Miro gesagt, oder? Ich werde es ja in der Nachbearbeitung sehen. Ich bin der Meinung, er hat Miro gesagt, aber okay. Miri, Mensch. Ja, das weiß ich doch. Ja, das Soll habe ich ich. noch mal? Nein, nein, ist doch. Angedacht ist die Auslieferung des Bandes für Dezember, also passend zu Weihnachten. Vorbestellt werden kann er aber jetzt schon. Ein Link zur Bestellmöglichkeit findet ihr in der Beschreibung. Der Band umfasst satte 300 Seiten und wird 25 Euro zuzüglich Versand kosten. Inhaltlich wird alles über und rund um den Masters Kinofilm von 1987 geboten. Über 200 teils bisher unveröffentlichte Konzeptzeichnungen und Storyboards, Interview mit Darstellern und dem Produktionsteam, unter anderem Dolph Lundgren, der He-Man gespielt hat, Chelsea Field, Teela, Anthony DeLongis, Blade, Skeletor Stunt-Double und Kampftrainer. Ich wollte schon eben Kampftiger sagen, wäre auch lustig. Kampftrinker. Pons Ma, Sauron, Gary Goddard, Regisseur, William Staub, Produktionsdesigner, Stephen Tolkien, Drehbuchautor und Ken Sachs, der Setfotograf. Wer kennt ihn nicht? Außerdem mit dabei Schläferz-Spezial, ein Interview mit Oliver Kalkofe, das ist der Dicke, der den Film verarscht hat, Statements von Richard Sponder, Pickboy und Stuart Land, dem Skulpteur, Fotos und Berichte von den Dreharbeiten, Film, Toys und Merchandise, über 700 Bilder, Fotos, Zeichnungen etc. und ein Cover vom Originalfilmposter von Renato Casaro. Meine Güte. Da haben sie sich auch wieder ins Zeug gelegt. Junge, 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 Junge. Ja. Bestellung und Bezahlung an E-Mail an. Ne, warte, warte, Bestellung und Bezahlung. E-Mail an mymac@hordak.de via Facebook-Nachricht und neu per WhatsApp bestellen. 023 33 60 88 83. Stammkunden können wie immer direkt überweisen und PayPalen. Ja, Ja. fantastisch. Fettes Ding, wahrscheinlich. Meinst du mich? Ach so, den Band, ja, Der natürlich. Band. Und das zu dem Preis, also mal ganz im Ernst, das ist ja Wahnsinn. Also Hut ab. Hammer, einfach Hammer. Also, wie kommt ihr an Dolph Lundgren? Also, ich weiß nicht, ob ihr beide das gerade seht, aber wie kommt ihr an diese ganzen Leute? Das ist ja Wahnsinn, was ihr euch da aufbaut. Ernsthaft. Und vor allen Dingen, das muss ja wirklich lange gedauert haben. Also, Miri, Marc, falls ihr das seht, meldet euch mal. Wir müssen da echt mal drüber sprechen, weil das finde ich unglaublich interessant. Ich meine, hier Anthony DeLongis war ja vor einem Jahr noch auf der Grayscale Convention. Da wäre ja die Möglichkeit gewesen. Entschuldigung. Aber meine Güte. Man kennt Sex vor allem. Was? Man kennt Sex? Ja, kennt Sex. Übrigens, nicht verwechseln hier, Tolkien, Stephen Tolkien hat nichts mit dem Darsteller zu tun. Ne? Der heißt ja auch Tolkien. Wen? Oder Tolkan? Talkun? Tolka an. Tolkien. Ja, genau. Der Glatzkopf. Genau, ja. Ich habe mich da als Kind immer Tolkien ist vertan. der mit dem Hobbit. Factory Entertainment bringt Widderstarb Life-Size-Replik raus. Im November 2021 wird Factory Entertainment eine lebensgroße Version vom Havoc-Staff anbieten. Dieser ist aus Metall und in lila gehalten. Der Preis ist aber nicht ohne, denn er schlägt mit $549 zu Buche. Einzig über den Vorbestellerrabatt kann man den Stab bis Ende des Monats noch günstiger bekommen, aber auch hier sind dann $50 als Anzahlung zu entrichten. Der 2,6 Meter große Stab wird ein Jahr bis zur Auslieferung brauchen. Wegen der Länge wird der Stab auch in vier Teile aufgespalten sein. Dazu kommen natürlich noch die Versandkosten. PE hat den Stab zur Probe in den Warenkorb gelegt und folgende Preise für den Versand nach Deutschland aufgetan, beziehungsweise Europa. Mit USPS Priority Mail International kostet das Ding $103 im Versand.
Was? Es kommt noch besser. FedEx haut da nochmal richtig drauf und zwar mit International Economy, also der billigeren Version, ja, sind das Ja, da kommt er 329, dann in 8 Teilen an, da ne? kommt dann in 8 Teilen an, führt mit $329,10, ja, die 10 Cent, die sind doch wichtig, oder halt eben mit International Priority für 446,87. Hier sei angemerkt, das handelt sich nur um den Versand. Kannst du zwei bestellen, Alter. Mit Vorbestellerrabatt, USPS als günstigsten Versandunternehmen, Einfuhrumsatzsteuer und Zoll. Stau. Beträgt der Endpreis ca. 720 bis 750 bei aktuellem, also aktuellen Kursen und Steuern, haben wir jetzt einfach mal so ausgerechnet. Irre. Nein, danke. Nee. 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 Also das ist wirklich übertrieben. Das ist total Dann kann übertrieben. ich mir auch irgendwo, suche ich mir einen, der mir das Ding selber baut. Ja. Dafür hättest du dir Snake Mountain holen können. Oder so, ja. 50 Euro drauf oder so und nee. Ey, Vorbestellerrabatt noch abpassen, dann günstigste Versand, also dann bist du bei 700 bis 750 Euro. Nein, danke. Und dafür im Vintage-Stil, da hättet ihr euch was anderes suchen müssen, ganz ehrlich, bei der Größe. Das ist halt eben wie bei den Giants, ne, Moto Giants. So hochskaliert wirken so kleinere Dinge dann eben nicht mehr ganz so cool. Bei den Giants geht's noch. Ich finde, manche davon sind gar nicht so schlecht. War okay, ne? Aber das. Gibt's überhaupt noch was zu sagen? 750 disqualifiziert das Ding schon von vornherein. Es ist was ist aus Plastik, ne? Oder Nein, Metall. ach, Metall. Metall, Also Metall ist auch nicht so teuer. ja. Aus alten Autos. Nee, also wirklich, nee, da. Snake Mountain wird verschifft. Lange mussten wir darauf warten, aber nun wird Snake Mountain endlich verschifft werden. Doch der Karton des riesigen Playsets ist groß, dass lediglich 81 Exemplare davon in einen Container passen. So wird es einige Monate dauern, bis jeder seine Burg zu Hause hat. Super 7 rechnet mit Mitte Januar, bis auch die letzten Exemplare verschickt wurden. Das Ding ist scheinbar breiter als ich. Das will schon was heißen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier auch ein Bild eingeblendet von Brian Flynn, Ja. oder Brian eingeblendet Flynn ist ja gehabt. auch nur 1,40, deswegen sieht er so groß aus, der Karton. Ach so, ich dachte, das wird vom Hobbit geliefert. Mein Gott. Alter, meine Güte, ey, den Karton, den musst du ja irgendwo zusammen. Ach, geht ja auch nicht, wegen dem scheiß Inlay mit Styropor und so weiter. Castle Grayskull steht bei mir ja Und schon dann hast du nachher irgendwo so eine Burg. rum. Aber das sollte doch Ah. eigentlich, die haben doch überlegt, ob sie es in 2 Teilen schicken, ne? Oder in vier Damals. und aus Metall. Ach nee, das war eine andere News. Ja, kann natürlich sein, aber kann auch Das ist sein, dass erst das der erste jetzt Karton. 81 Stück passen nur in einen Container rein. 81 Stück? Das ist ja auch irre. Dann kein Wunder, dass das bis Januar dauert, bis das verschickt ist Warte alles. mal, ich habe 4 bestellt. Heißt das jetzt, ich kriege 4 auf einmal oder muss ich jetzt immer warten, bis die eine immer kommt? Du hast 4 Stück bestellt? Ja, klar. Falls ein Schiff untergeht und das wäre schlecht, wenn dann alle 4 drauf sind. Nein. Quatsch. Nein, ich habe keine bestellt. Kannst du Jacques Cousteau wieder aufstehen lassen und dann der kann das mit den. Liegt dann bestimmt bei den ganzen Fistos, die damals ja auch Oh untergegangen ja. sind. Ne? Gibt es irgendwann auch mal so eine Doku, so wie mit den alten IT-Spielen, die sie irgendwo wieder ausgegraben haben. Und sie haben sie gefunden. Scheiß, und die haben wohl der Kultstatus, die Dinger. Geil. Ja, ich sag da nicht viel zu. Wir haben schon zu Snake Mountain so viel gesagt. Wir warten mal, bis das Ding da ist. Vorfreude ist riesig, überschattet natürlich jetzt auch so ein bisschen das Origins Grayskull. Also, naja. Ja. Die Snake Mountain überschattet das Grayskull. Ja, Ja, nicht in andersrum. zweifacher Auswertung. Ja. In der Tat. In der Tat.
Der Origins Hordak ist auf Listen aufgetaucht und damit offiziell bestätigt. Mehrere Händler begannen diese Woche mit ihren Bestellungen zu den Origins und Mega Constructs Artikeln für das kommende Jahr und dabei tauchte der Name von Hordak auf den Listen auf. Damit ist der Anführer der Wilden Horde nun auch offiziell bestätigt, nachdem er auf geleakten Listen bereits schon angeteased wurde. Bilder gibt es von ihm aber noch nicht. Bilder gibt es aber von den für das nächste Jahr vorzubestellenden Figuren Merman, Stratos, Roboto, Ninjor, She-Ra, Zodak, Hordak und Triclops. Naja gut, das Hordak streicht mal wieder. Es gibt Fotos, aber man weiß nicht, wie er aussieht. Ja, ja. Die sind so oben abgeschnitten. Ja, wie auch immer. So. Bei letzterem ist unklar, ob es sich hier um die reguläre Figur oder die Minicomic-Version handelt, welche ja den Fan-Contest gewonnen hat. Auch ein neues Bild von Pantor ist aufgetaucht. Hierbei handelt es sich um die beflockte Variante. Auch Pantor konnte, genauso wie der Landshark, nun vorbestellt werden. Während manche Händler generell nur das erste Quartal 2021 als Lieferdatum angeben, gibt es bei anderen genaue Datumsangaben. Wir listen diese mal chronologisch auf. Am 27. Februar 2021 Pantor, She-Ra, Zodak. 31. März nächsten Jahres Roboto und Merman. 30. April Landshark. 31. Mai 2021 Stratos, Ninjor, Triclops und Hordak. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr und können sich natürlich auch noch ändern. Die bereits zuvor bestellbaren Deluxe Origins Figuren Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Clamchamp und Ram-Man sollen demnach am 31. März 2021 erscheinen. Also quasi schon April-Scherz, nicht wahr? Bei Mega Constructs ist neben dem Battle Ram Set mit Mechanic und Triclops auch Skeletor mit Pantor das Set jetzt erstmals gelistet, bei dem letzterer im Gegensatz zum Point Dread Set beflockt ist. Point Dread Set. Point Dread Set, genau. Das Point Dread Head Set. Point Dread Head Set. Wie auch immer. Diese sollen dann am 27. Februar bzw. im ersten Quartal 2021 erscheinen. Also kommt eine ganze Menge auf uns zu, meine Damen und Herren. Ja, ich möchte dazu sagen, bezüglich Hordak, nur das bloße Auftauchen eines Namens auf einer Liste von einem Vintage-Charakter ist für mich jetzt nicht mehr spannend. Wie die Dinge aussehen, das ist spannend. Aber für mich ist einfach klar, solange die Line fortbesteht, werden immer wieder die Classics, die klassischen Charaktere einfach kommen. Deswegen ist das nichts Neues. Also, es ist klar. Irgendwann wird auch ein Modulok und so weiter da drauf erscheinen. Ein Redlawn, Tanglashan, King Hiss und Cobra Khan und wie sie alle heißen. Und deswegen, ich weiß nicht. Also, da die alle schon mal rausgekommen sind, das ist der Nukleus. Das sind ja diese 63 Figuren. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Aus der Vintage-Line. Das ist der Nukleus, das ist das, was dabei rauskommt. Was ein bisschen interessanter ist, sind dabei eher so Sachen wie Landshark, also die Fahrzeuge, Flugzeuge und so weiter, weil die halt eben in den meisten Fällen noch nicht wieder rausgekommen sind. Mhm. Das ist dann eher interessant. Nicht, dass die Figuren nicht interessant sind, also das ist ja auch schon wieder so eine Sache, wie die aussehen werden. Das ist das eigentlich Interessante. Aber nur, dass sie jetzt auf einer Liste auftauchen, nee. Das ist ja auch gerade bei Hordak so die Sache, die einige nicht so schön finden, dass der Hordak für einige Hordak-Fans nicht hordakig genug aussieht. Sag ich mal so. Siehe hier der Mondo-Hordak, da haben ja einige gesagt, ja, ist nicht mein Hordak. Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, dass dann viele halt sagen, ja, der Vintage-Hordak, der ist der Beste. Gut, jetzt haben sie vielleicht mit den Origins die Möglichkeit, ich sag mal so, die bringen jetzt den normalen ersten Hordak raus. Da werden vielleicht auch einige sagen, ja, der Kopf, der gefällt mir auch wieder nicht. Das kann passieren. Dann bringen sie meinetwegen den Hurricane Hordak raus, zum Beispiel. Ich hatte jetzt mit einem anderen Kopf vielleicht sogar noch. Oder den hier Bassor Hordak mit einem anderen Kopf vielleicht noch. Ja, Filmation, gut,
würde dann so nicht dazu passen von den Farben her, aber da wäre dann vielleicht sogar noch die Möglichkeit für Mattel, komm, dann machen wir noch einen anderen Hordak, wie jetzt beim Skeletor auch, ne? Da sagen auch einige, hier, der Skeletor mit diesem Maul, das offen steht, das sieht scheiße aus, jetzt haben sie einen neuen Kopf dazu gepackt. Vielleicht auch deswegen, könnte ja auch sein. Vielleicht hören sie ja mal ein bisschen. Und dann hat man dann irgendwann halt mal seinen vernünftigen Kopf auf seiner schönen Figur und dann sind alle zufrieden. Jetzt war auch nicht immer, aber. Also ich finde den Skeletor-Korb sogar ziemlich gut eigentlich, ehrlich gesagt. Der hat einen ziemlich geilen Effekt, wenn er so nach unten guckt, sieht das so richtig evil aus, wenn er nach Wenn er oben guckt. vernünftig angemalt ist und nicht, dass das aussieht, als ob er so ein Bart hätte, ja. Wie gesagt, es ist Geschmackssache, ne? Also, aber das ist halt das Potenzial halt in dieser Origins-Sache, dass du halt auch mal tauschen kannst, irgendwelche Sachen, die dir nicht gefallen. So sieht's aus. Aber mir gefällt zum Glück das meiste. Letzte News für heute. Keine 3 Wochen mehr bis zum Los Amigos 2. Am 24. Oktober beginnt um 10 Uhr morgens die zweite Veranstaltung der Los Amigos. Es ist der zweite Anlauf für das Team rund um Daniel Weisgar, den Event über die Bühne zu bringen. Bereits schon im Mai sollte die Veranstaltung stattfinden, aber wegen des Lockdowns musste man auf diesen Ersatztermin ausweichen. Nun aber geht es endlich los und die Los Amigos warten mit einem Großprogramm auf. Zum einen werden Fans, die auf YouTube einen Kanal über Motu betreiben, da sein, ihre Kanäle vorstellen und Fragen beantworten. Auch werden Motu Fanfiction vor Ort sein, so wie viele andere Künstler, die ihre Werke und Künste vorstellen. Auch eine Realfilmausstellung wird es diesmal geben. Nicht zu vergessen die allgemeine Ausstellung mit Motu-Artikeln, wo man einen Teil schon im letzten Jahr bewundern konnte. Es wird auch wieder den ein oder anderen Contest geben und zu gewinnen ebenfalls. Auch Cosplayer werden das erste Mal dabei sein. Im Fokus steht aber immer wieder der große Flohmarkt, wo sich Motu-Fans mit allerlei Stuff ihrer Helden eindecken können und nicht nur Motu sogar. Das erste Mal wird es auch Panels geben, dazu aber noch vieles, vieles mehr. Leider war das Team gezwungen, die Teilnehmerzahl dieses Jahr aufgrund der anhaltenden Beschränkungen zu limitieren. Ferner musste man sich auch vorab anmelden. Das Team der Los Amigos versichert aber, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um ihren Gästen die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Alles Weitere, auch über sämtliche Exclusives, könnt ihr über die Fanseite der Los Amigos auf Facebook oder ihrer offiziellen Webseite einsehen. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn neben altbekannten Programmpunkten hat das Team noch die ein oder andere Überraschung in petto. Oh. 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 Ja, ich hatte das Vergnügen, mit Daniel jetzt vor ein paar Tagen zu telefonieren und er hat mir so ein paar Sachen verraten und auch Hinweise gegeben und also da nicht direkt verraten, worum es geht. Also bei manchen Sachen schon, bei manchen nicht. Und doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Doofe natürlich nur, egal ob wir jetzt es schaffen, da jemanden mit anzufixen, die Leute kommen ja nicht mehr rein. Also spontan da vorbeikommen ist schwierig. Ich weiß nicht, ob man es versuchen sollte. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass viele dann vielleicht sagen, naja, nee, dann schaffe ich heute doch nicht, muss doch irgendwie arbeiten oder was weiß ich. Die könnten dann ja eventuell vielleicht nachrücken. Ich weiß es nicht. Ist halt schwierig im Moment, ne? Es ist Im halt, Moment ist es ja. ja. Und im Moment ist ja auch wieder vollkommen unsicher, was ist morgen. Also wir haben jetzt nicht einen direkten Lockdown, aber wir haben Ausgangssperren und weitere Beschränkungen in Berlin und in Frankfurt. Tja, wer weiß, wie sich das noch alles ausdehnt. Hanau hat ja, glaube ich, auch wieder so ein paar Sonderregelungen. Also man kann es im Moment echt nicht sagen. Also unabhängig davon, wie man die Sachen persönlich sieht, man muss sich an den gegebenen Auflagen nun mal orientieren und das müssen leider auch die Los Amigos. Ich hoffe wirklich für das Team, dass das diesmal durchgeht, dass sie das durchbringen können, weil ich nur gerade mal ansatzweise eine Ahnung habe und eine Vorstellung davon habe, was da für eine Arbeit hinterhängt und das jedes Mal neu verschieben müssen. Also, wir mussten ja jetzt schon
sämtliche Termine mit den Cosplayern, den Ausstellern, die Leute, die kreativ dort irgendwas machen, die Händler, die Leute, die privat dort etwas verkaufen. Im Fokus steht ja der Flohmarkt. Da musste das neu abgestimmt werden. Die YouTuber, die Leute, die Panels halten, also das ist ja alles, also nochmal fände ich ehrlich gesagt nicht schön, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass sie es durchziehen können. Und ja, und gerade das mit den YouTubern finde ich eine ziemlich coole Idee. Letztes Jahr hatten wir ja die Möglichkeit und konnten uns breit machen. Ich mache mich sowieso immer breit. Ja, nein, also letztes Jahr hatten wir ja quasi die Bühne, die es ja noch nicht gab. Und dieses Jahr sind halt eben die anderen dran. Und das finde ich mal sehr interessant und vielleicht auch die Möglichkeit, mal mit denen ins Plaudern zu kommen. Ja, nicht gerade einfache Zeiten. Aber wir wollen ja jetzt keine schlechte Stimmung aufkommen lassen. Freuen uns auf jeden Fall für die, die da sein werden. Wir werden es versuchen. Und wenn nicht, treffen uns mit anderen und machen uns da irgendwie einen schönen Tag. Irgendwas wird sich schon ergeben. Also, mal schauen. Noch was zu sagen? Dann kommen wir zum Frühstück. Und ihr? Ja, falls wir uns nicht da sehen sollten, auch natürlich viel Spaß und viel Erfolg. So, jetzt kommen wir zu einer relativ neuen Rubrik bei uns, die wir jetzt zum dritten oder vierten Mal erst dabei haben, nämlich Verschiedenes. Ja, wir wollen euch auf verschiedene Dinge hinweisen, so aus der Community, aus unserem Projekt hier und so weiter. Zum einen gibt es natürlich wieder neues Semanisches Quartett. Ich war unter anderem auch mal wieder mit dabei. Ja. Dann haben wir neue Videos bei uns auf dem Kanal. Wir haben eine kleine neue Rubrik mit der Super Mario Unboxing Party. Also einfach auch nur eine neue Unboxing-Reihe mit diesen Jax-Figuren, ne? Jax Pacific von Super Mario. Ich habe mir einfach gedacht, die kaufe ich, dann kann man auch ein Unboxing eben schnell drüber machen. Die werden natürlich unser Masters-Programm hier nicht ersetzen, gab es auch schon als Frage. Und man hat mich auch gefragt, naja, das wird ja jetzt nicht so die großen Klicks geben. Juckt doch keinen. Ist doch egal, wir machen es sowieso. Es juckt keinen, Also. deswegen gibt es keine großen Klicks. Genau. Ich glaube, hier duscht jemand. Ich glaube, wir sollten mal umschalten. Gibt noch mehr Klicks. Super. Ja. Kevin. Ja, die neuen Versionen von Ja, ich wollte es gerade sagen. gibt's auch wieder. Red Law jetzt das Neueste. Richtig. Clawful. Cyclone. Genau, und ein neues World of Reviews wird kommen. Da müsst ihr euch noch überraschen lassen, welcher Charakter. Es ist ja mal wieder Anfang des Monats und ja, wir sind schon dran und machen was. Eine Sache in eigener Sache, ganz genau. Und zwar geht's um Matters of the Universe. Tja, was mag das wohl sein? Also wir haben es schon mal angeteased. Also wir sind dran. Wir haben hier kein Startdatum genannt. Es wird eine neue Show sein, an der wir beide arbeiten. Und ja, wir werden mal schauen, wie das Ganze aussehen wird. Es ist nicht ganz neu, es ist aber auch nicht ganz alt. Es ist, ach, wartet einfach ab, bis es da ist. Also. Ja, und wir haben uns auch mal den Skysled mit Prince Adam angesehen. Könnt ihr ja euch auch mal unsere Meinung dazu mal geben, wenn ihr wollt. Ja, definitiv. Ist ja. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr interessant, dass man immer noch Scareglow sehr, sehr schwer bekommt. Also ich höre aus mehreren Ecken, dass das Ding nur unglaublich teuer über eBay oder so zu bekommen ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Tut euch selbst einen Gefallen, wartet darauf, bis das Teil in den Läden ist. Ich habe neulich einem Kumpel die neuen Figuren so gezeigt und er so also Scareglow und so. Okay, gar nicht die Figur. Wer ist das? Ja. He-Man? Kenn ich nicht. He-Man.
So, da sind wir also auch endlich am Ende dieser News-Ausgabe aus dem Oktober. Ja, wir haben auch ein bisschen gehört, wir sollten das ein bisschen regelmäßiger machen. Wir müssen natürlich auch immer ein bisschen gucken, wann kriegen wir das hin. Das ist auch natürlich eine etwas aufwendigere Produktion. In diesem Sinne, sage ich einfach mal tschüss, bis dann. Wir sehen uns dann in einem Monat, wenn es wieder heißt Moto News mit dem Motulator. Tschüss, ich war der Jan. Tschüss, und ich bin immer noch Jens. Sonjama. Schade, dass man bei uns nichts austauschen kann. Ich bräuchte mal einen neuen Körper.